Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Alan Wake. Ja, ihr Lieben, wir sind hier immer noch beim Fliehen aus dieser, keine Ahnung, Heilanstalt oder was. Und dieser Doktor, der hat irgendeine Scheiße mit uns gemacht. Also keine Ahnung, der steckt mit irgendjemandem unter einer Decke, was Alice angeht. Und ich heile mich jetzt hier erstmal so ein bisschen. Okay, mir geht's eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich hier ganz sicher. Jetzt gucken wir hier mal rein. Hippie, ein Gewehr. Nee, eine Schrotflinte, okay. Schrotflintenmunition und eine neue Manuskriptseite haben wir auch. Da schauen wir direkt mal rein. Mott hat das Sagen. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte. Wenn er wirklich seine Frau hätte, der Gedanke ließ ihn erzittern. Ich check das mit dem Spiel hier immer noch nicht so ganz. Ich weiß nur, wir versuchen hier jetzt zu fliehen und Barry wartet auf uns. Und hier wird doch gleich noch so einiges auf uns zukommen. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Männer sollen sich nicht in Gebüschen verstecken, sonst vermutet man böse Sachen. Oh mein Gott. Puh. Aber jetzt weiß ich, dass der da ist. Ich erschreck mich hoffentlich nicht nochmal. Leute. Oh, was? Ich bin da ausgewichen. Mann, Wake, du bist eine Nudel vom Feinsten, ne? Du kannst einfach nichts. Oh Gott, wie viele sind denn das hier schon wieder? Das gibt's nicht. Nein, nein. Oh, nein. Dieses Spiel macht mich aggressiv, weil es einfach scheiße ist. Ich mag das Spiel, gar keine Frage. Ich mag es wirklich. Aber, es ist einfach verdammt schwer, weil Alan halt auch nichts einstecken kann. Batterien nachladen. Von hinten kommt bestimmt gleich wieder einer nach hinten. Genau, ah, sag ich doch. Mann, weg! Jetzt lauf doch mal! Oh, ey. Genauso mit seiner scheiß Ausdauer. Das ist genau so eine Plörre. Ich meine, hallo, wenn ich hier attackiert werde, dann renne ich wie weiß ich nicht was, ja? Da renne ich einfach um mein Leben. Und nicht, ja, ich kann nicht mehr. Böse, böse Schubkarre. Böse, böse Schubkarre. So. So, gut. Das Tor ist auch hin. Kriegen wir hier noch irgendwo Batterien? Vermutlich da unten in dem Kasten, aber hier liegt noch eine Manuskriptseite. Gibt ganz schön viele Manuskriptseiten jetzt. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Was? Passiert das jetzt noch? Dass der irgendwo runterfällt? Emil made Tom do it. Aha. So, wir haben Batterien, wir haben Munition. Okay. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja auch... Was, die Schrotflinte? Hatten wir nicht eine Schrotflinte gefunden? Wir hatten doch gerade eben noch eine Schrotflinte aufgehoben, oder? Oh nein, die haben wir jetzt da hinten ernsthaft liegen lassen, nur weil wir halt gestorben sind? Oh, Kacke. Ey, ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, okay. Lasst mich in Ruhe. Diese Krähen da oben auch. Ekelhaft.
Licht. Und einen Kontrollpunkt haben wir rechts. So, hier gibt es reichlich Leuchtfackeln. Da gibt es nochmal ein Gewehr oder sowas. Schrotflinte, okay. Schön, dass es die hier nochmal gibt. Finde ich super. Gut, die Schrotflinte haben wir auf der 2. Was haben wir hier noch? Noch mehr Batterien. Wunderbar, wunderbar. So, wir müssen aber da lang. Da steht auch Barry, aber ich will hier oben noch gucken. Da liegt, glaube ich, eine Manuskriptseite. Die wir natürlich mitnehmen wollen. So, Hartman stellt Wake ruhig. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Ach du Heilige. Können wir jetzt einfach unbeschwert zu Barry gehen? Ich bezweifle das irgendwie. Ich komme, Barry. Al! Du lebst! Hol mich hier raus, Mann. Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry! Ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also... Oh, Barry, ey. Ach, du Scheiße. Mach schnell, Barry. Ja, bin schon dabei. Komm schon. Ah. Oh nein, von wo kam das denn jetzt? Stand neben mir noch einer? Oh, verdammte Kacke, ey. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bin schon dabei. Ey, was bummst du mich hier so an, ey? Lass mich in Ruhe. Komm schon, Batterie. Mach den fertig. Oh. Na, Alan, weich aus, weich aus, weich aus. Laufe, laufe. Oh, ey, dieser Junge. Die macht mich fertig. Oh. Mann, Barry, ey. Weil, oh. Jetzt den Schlüssel ja schon mal früher suchen können. Du bist ja eine Flachzange, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach schnell, Barry. Ja, bin schon dabei. Komm schon. Er kann nicht weiter. Mann, schieß. Toll, wen interessiert denn deine scheiß Münze, Barry? Also wirklich. Oh, wie viele Batterien brauche ich hier denn noch? Oh, ey. Leute, wie soll ich das schaffen? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Yippie, yippie. Mach schnell, Barry! Wie viele Batterien die auch hier brauchen, ne? Dass die nicht dann... Oh nein! Leute, das Spiel macht mich fertig, ganz ehrlich. Man kann man die Zähne hier nicht irgendwie überspringen. Jedes Mal mir hier neu anzugucken, wie die angetippelt kommen, ist jetzt auch nicht so spannend und spektakulär. Mach schnell, Barry! Ja, bin schon dabei! Oh, hier steht schon der Nächste? Also, ihr habt sie doch nicht mehr alle, Leute. Schieß doch mal, Alan.
Oh, mein Leben ist schon wieder für den Arsch. Oh Gott. Mann, bummst mich hier doch nicht so an, ey. Oh, das geht nicht. Ganz ehrlich, das ist doch nicht normal, Mann. Wie soll ich die denn, vor allem drei von diesen Riesen hier, ja? Wie soll ich die denn fertig machen? Das. Mach schnell, Barry. Ja, ich bin schon dabei. Oh, diese Scheißbatterien, die halten auch nicht. Tut mir leid, wenn der Part ein bisschen aggro wirkt. Aber das macht einen hier auch echt aggressiv. Alan ist zu blöd zum Kacken. Der kann nicht ausweichen, der kann nicht ordentlich springen, der kann den nicht auf die Fresse hauen. Der hat eine Scheißbatterie, der kann nicht ordentlich mit seiner Waffe umgehen, der kann einfach nichts. Rennen kann er nicht, nichts. Mach schnell, Barry. Ja, ich bin schon dabei. Oh, Mann, ey, warum kommt denn der hier angerannt wie so ein Rambock? Der hat sie doch nicht mehr alle. Hab ich den schon kaputt gehabt oder was? Leute, ich glaube, das war's hier mit diesem Let's Play. Da ich einfach nicht mehr weiterkommen werde. Mann, Barry, ey, du bist so eine Arschgeige. Versteck mich einfach im Gebüsch. Aber es scheint auch nichts zu bringen. Oh, Alan, Mann, ey, du bist ein... Also entweder bin ich zu blöd dafür. Oder es ist wirklich einfach nur scheiße schwer. Und ich glaube, ich spiele das auf leicht, ne? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich spiele das auf leicht. Ja, bin schon dabei. Oh, das gibt's nicht. Gibt's hier irgendwo Licht? Nee. Mann, Alan, jetzt lauf doch mal. Oh, nein, ey. Leute, es tut mir super leid. Ich glaube euch, dass das scheiße langweilig gerade ist. Mach schnell, Barry! Ja, ich bin schon dabei! Mann, Alan, jetzt weich doch mal aus, du Pute. Der hält einfach nichts aus, Mann. Der hat in der ganzen Zeit, hier hat er noch nichts dazu gelernt, außer Wegrennen und Taschenlampe. Mach schnell, Barry! Ja, ich bin schon dabei! Oh, Scheiße, Mann. Richtig noch? Ja, hab ich noch, okay. Warum ist mir das nicht früher eingefallen, dass ich die Dinger habe? Ich hab ihn, ich hab ihn! Nein, warte, es ist ein Zweig! Schlüssel!
Oh, Ellen. Ich kann jetzt einfach durch. Das hätte mir ruhig mal einer sagen können. Oh. Bitte sag mir jetzt, dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was, für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Wie krass das Haus aussieht, oder? Ist so gruselig. Wie in einem schlechten Horrorfilm. Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es ja, du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. So was passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Okay, das ist dann wohl der Moment, in dem Barry abgestürzt ist. Barry war nirgendwo zu sehen. Aber ihr Lieben, das war es jetzt leider auch für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part wieder reinschaltet. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.